Okay, können Sie bitte beginnen? Gleich los, weil die Dinge startet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, Mr. Crest said we should talk about work. Yes. But, not here. Bist du denn? Nicht jeder, aber hat einen Penis. So is there a room in the back or something? Manche haben mehrere. Cool, I'll get set up. Ich hörte von zwei. So, Mr. Crest said you might be able to help me out with something. Well, not me, so that's clear. It's not me you're going to be helping. And I want it understood that I am not involved. Just a bystander doing a favor. And this is not an offer of employment so much as an opportunity. And, well, anyway, that's just getting a bit technical. But the point is, sometimes our fair and legal justice system makes mistakes. And this is one such time. Here he is, Professor Maxim Rashkovsky. You know the professor? He used to be head of research for the Army. Three doctorates. Overconfident polymath, vain sociopath, tedious egomaniac, control freak, geneticist, weapons development engineer, car nut, but definitely not a people person. Accused of espionage along with everything else? You don't remember? Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does, yada yada yada, makes you want to puke. He's a goddamn traitor. I mean, he's a rat, but he pays. Incarcerated for a crime he did commit, but, well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a time, but any way you like. Standard op for a gov fact breakout, if you know what I mean. Rad. All right, first thing's a plane. Then we got a bus, and then, well, two things. We got the inmate transfer schedule and Rashkovsky's car. More on that later. Let me show you. We need a plane to get the professor out of the country. It's currently being used to traffic drugs by a transnational street gang, the Vagos. The bus. We need a standard Bolingbrook transport vehicle. The least traffic is on the route from Lido Bay. All right, that's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row station. Go in unarmed, play it cool. You might not have a problem. That's a two-person job, max. The other two-hander is our guy's prize Casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay. Mr. Crest said you guys are at least semi-competent, so, well, Professor Rashkovsky pays well. Dann passt am besten. Nur ein bisschen Balkon, Bruder, trägt immer so ein Lachen. Guck mal, ich mach hier die Money-Money-Geste. Ja, ja. Money. So, Gefängnis aus dem Flugzeug. Stiehl ein Flugzeug der Vagos-Schmuggler aus dem Mackenzie-Flugfeld. Es wird benötigt, was? Um Rashkovsky nach dem Gefängnisausbruch außer Landes zu schaffen. Ich klicke dann mal auf Mission starten. Jo, mit starten. Ich schneide das dann so zusammen. Ich habe schon längst angefangen zu aufzunehmen und so, ne? Ja, ich auch. Aber naja, ich, ich auch, schon seit 3 Stunden. Sprich mal, Dani. Also ich nehme das alles mit rein, ne? Ja, aber ich schneide das trotzdem so zurecht, dass man das Intro und so sieht und dann erst die Begrüßung und dann, weißt du? Den Rest. Am Ende dieser Folge wird etwas passieren. Mhm. Aber bitte nicht vorswitchen, guckt euch alles an. Gerne noch zwei oder dreimal. Lust da oben und kommentieren. Ich hoffe mal, bei dieser Mission werden wir ordentlich absahen. Der Thomas ist wieder Pilot, ne? Warum sehe ich den Rico nicht? Nee, die verschwinden alle bei mir. Ach so, ach, es sind zwei Teams. Ach so. Hier gar nicht durch. Warum soll ich eigentlich Pilot sein? Hm? Weil du einfach der beste Flieger von Welt bist, Thomas. Wow. Oh. Ich höre es immer wieder gern. Oh. Das Tuch, was ich da im Gesicht habe, sieht ein bisschen so aus wie so ein Kritter. Kennt jemand noch Kritter? Können wir nicht. Was? Könnten wir nicht. Ihr seid ein bisschen jünger, ne? Die Kritters. Kennt jemand die Kritters? So kleine, pelzige, flauschige. Nein. Sagt mir jetzt so irgendwie Stachel, nichts. Nein. So. Und dann kommen die Bounty Hunter und wollen die wieder. Kennt die? Also nein. Jeder, der die Kritter kennt, weil ich habe ja ein bisschen älteres Klientel, jeder, der die Kritters kennt, kann das bitte mal in die Kommentare posten. Entweder das oder Penis. Nur ein Piloten oder kann auch zwei Leute Piloten machen? Ein Pilot. Verdammt.
Wenn ihr jetzt noch auf bereit geht, dann können wir spielen. Nein, ich muss die Leute erst einkleiden. Ich wollte gerade sagen. Warte mal, ich muss doch erst bereit zum Spielen drücken, bevor ich meine Kleidung... Kleidung gar nicht auswählen. Genau, das kann nur der Rico machen. Nee, weil er der Horst ist. Weil ich das bestimmt... Weil er es so eingestellt hat. Kannst du das bitte nehmen und so eine Maske mit so einem Glory Hole? Ja, nee, das hätte ich gerne. Sehe ich denn aus? Sieht aus wie Jason. Ja, ja, geil. Jason mit der Goldkette. Ja, genau das. Du erinnerst dich noch dran. Ja. Ja, du siehst echt ein bisschen creepy aus. Mach ich könnte jetzt auch bereit klicken, ne? Ich hab so bereit. Mega gammelige Tattoos im Gegensatz zu allen anderen, weil ich die Sleeves noch nicht habe. Beziehungsweise irgendwie noch nicht bereit war, damit zu kooperieren, dass ich mir einen Sleeve machen kann, aber dann keine anderen Tattoos habe. Alter, voller Chill. Naja, du hast so mit dem Hals so, ne? Tatjana ist so geil, die hat sich sogar Organe tätowieren lassen. So, jetzt hoffe Organe. Ich mal, dass wir richtig absahnen. Oh, absahnen! Oh, der kam spät. Oh Mann, der kam spät. Ja, der kam richtig spät, ja. Ich glaube, der kommt zu einer neuen Session und geht ja online. Das war zocken die Heißmission. Ja. Versuchen uns jetzt bei der ersten konnten wir leider nicht alle zusammen zocken. Sondern leider nur zwei Teams. Ja. Und jetzt sind wir wieder zusammen. Genau, wir sind alle wieder am Start. Das komplette Ö-Team. Ich hab mich verfahren gehabt. Interessant. Wir haben eine kleine Abschiebung durch die Grünanlage genommen. Da habe ich mich verfahren. Gut. Das erinnert mich immer wieder an diese Abkürzung, die Thomas mal genommen hat in der einen Folge. Nur die drei Häuser drüber. Ja. Und ich heiße halt einfach noch, ich sag ganz eiskalt, das ist ja mal eine Abkürzung oder so. Erwähntest du das nicht auch schon? Ja, hab ich auch schon da wieder. Ich fand's immer wieder. Ich find's immer wieder lustig. Thomas. Okay. Globalized multinational decentralized criminal network. Their principal interest is in drug trafficking, but they diversified into mid-level distribution, end-user sales and trafficking other contraband. You get caught with a kilo of coke, they throw the book at you. You're caught with a quart of cap and bar of semen, it's a slap on the wrist. And the market for large endangered rodent ejaculate is lucrative. Most of the Vagos upper management is shotgullers, if you like, are already incarcerated here in the States and throughout Central and Latin America. They run the network on cell phones, and it's a relatively flat hierarchy on top. So if you cut one head off, there's six more waiting to bite. Not that I want to dismantle any criminal networks. As you know, I'm a criminal myself. I just like to do my homework. Criminal homework. The prison angle's gonna help us sell our raid on Bolingbroke. It's not something that they would do, but it's the kind of thing the authorities believe that they would do, which is all that really matters. You get me? Okay. So, wer von euch schmeißt da irgendwelche Haftbomben rum? Ich nicht. Der Rekord ist nicht da. Ich darf keinen Sprengstoff mehr auf dem Auto. Ja. Was ist das denn? Ach, jetzt schießt er noch. Ich weiß nicht mal, mehr Raum ich da jetzt. Ich bin jetzt zu jedem. Ich war schon mit Absicht auf beim Gegenverkehr, weil wir sind nicht aus der Hose der Fahrt. Was ist das? Die andere Auswahl. Die andere Auswahl. Alter, wow! Ja, man springt überfahren. Können wir sehen, wir fahren. Ah, hier fahren wir gerade auf den Montag. Ja. Da kam die Füße dann nicht mal der Herr. Ich hatte da den Dann kam ich auch von der Arbeit. Ja. Er hat Schnee vor uns. Das ist, der Dani ist nämlich in Wirklichkeit der internationale Schneelieferant. Also wenn es mal keinen Schnee gibt, ist es einfach dran, dass er nicht mehr ist. Ich liebe sogar im Sommerschnee. Ja. Ist das nicht auf Nord oder so? Ja, genau. Ach, Schnee. Okay, I'm ready.
Romania close to the airfield. Remember, once you engage these bastards, there's only one way this is going. Make a plan, then execute it. No matter how good the plan is, expect sustained resistance. Maintaining the integrity of the plane is the priority here. Don't rush this. Sollten wir alle in den Dienst einsteigen? Das macht Sinn. Nein, kannst du nicht. Kann nur ich in den Flieger einsteigen. Ah, okay. Das macht Sinn. Warte mal kurz. Da arbeite ich gerade dran. Bruno 4. Wow! Warte. Es macht Sinn, wenn ihr, wenn ich gestartet bin, euch in der Halle verschanzt, damit man euch nicht kalt machen kann. Okay, und sobald du weg bist, hört es auch auf mit den Gegnern, oder wie? Irgendwann sind die halt alle tot, ja. Okay, also gut. Was ist das, wie angerippelt? Kids. Oh, hab ich schon. Like a shit show down there. Clear the airstrip before you think about taking that bird into the sky. Yeah. Keep it up down there. The more noise you make at the airstrip, the more plausible the cover story becomes. Yo, headshot. Ihr wisst das, ne? Am besten kurz Bescheid sagen, wenn der Energy auf halb runter geht. Ja. Die anderen halt denken. Hab ihn. Irgendwo ist da noch einer. Ist der Imhanger drin? Ja, da ist einer ist da drin, aber ich bin noch nicht dran. Ja, da ist er. Mit deinem Koffer da. Ich nehme mir das Blutspritzen, ja? Ja. Hab den. Trinkel hab ich mir geholt, dann ist tot. Ich flieg mal kurz weg, ja? Ja, mach das. Ich bin auf der Fahrbahn da. Könnt ihr die mal kurz. Danke. Okay. Michael, komm am besten in die Halle rein. Ja. Da kann noch mehr vor sich. Oh, Auto. Ja, parkt auf der Landbahn, genau. Oh, scheiße. Danny, komm rein. Wie auch immer das gerade war, ich brenne. Was machst du denn her? Flieg weg. Ich versuche es aber, das Flugzeug brennt. Ich versuche mein Bestes. Schlecht. Ja, das ist schon mal richtig schlecht. Das ist doof. Ja, man muss doch Ich bin jetzt gerade fast abgestürzt, also ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ihr dürft gespannt sein. Ja. Also ich brenne, ne? Ja, haben wir gesehen. The Gang Task Force better send us a thank you for this. Even more Vagos coming at ya. War schon dabei, es war. Dann stellst du dich auf die andere Seite. Nicht rausrennen. Ich geh dann wieder rein. Stell dich einfach auf die andere Seite der Halle. Einfach nicht draufgehen. Ich versuch es nicht. Was drauf? Jetzt schießen mich deine Leute ab. Jetzt, deswegen, du sollst die abschießen, ich schieß die auf der Seite ab. Wie ist es? So. Versucht es ja, doch auszuorientieren mit den so. Ja, das versuchen wir gerade, aber die sind nicht sehr kooperativ. Okay. Sir, entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie? Ich. Okay, es sind glaube ich nicht mehr viele. Befürchte ich brenne jetzt. Ich möchte nur stärker. Reden! Ich möchte doch nur reden! So, haben wir meine Waffe! Einer lebt noch. Hedger. Brennt. Okay, es leben keine mehr, wir können abbauen. Ich brenne ziemlich stark. Thomas brennt für uns, der ist Feuer und Flamme. Zwei verbrennt die. Titiana ist hot. Das auch. It burns. Oh, wenn ich es bis zum Flughafen schaffe, dann könnte ich vielleicht die Überreste reinschieben in die Halle. Das könntest du dann. Wo müssen wir denn hin? Verlassen Sie das. Ja, fahren wir mal in die Richtung. Also wir mal den Flughafen markieren. Du weißt doch ungefähr, wo ich lang muss. Auf dem Bildschirm. Wenn du an einem sicheren Ort Bildschirm kannst du in der Kirche. Warum genau brenne ich eigentlich? Soll ich ihn jetzt markieren? Ja, markieren wir. Also den Hauptflughafen unten? Ja, da wo Thomas, glaube ich, auch hinfliegen muss. Ich weiß es ja. Nicht. Fliegt der da hin? Ich muss da hinfliegen, wo der schwarze Privatjet steht, bei den Helikoptern. Ah, okay. Ich kann mich dann, muss versuchen, ob ich mich da reinrollen lassen kann. Ich hab dir einfach mal ganz grob die Richtung markieren. Der Motor geht durch.
mich aus und ich brenne. Ja, dann Mittlerweile mache ich mir da ganz schön Sorgen. Thomas! Nein, Thomas, du schaffst das. Ich versuche es. Da kann der Thomas sogar an die Pima was dafür. Das war. Scheiß Bäumen durchgeflogen. Warte, bis der Pilot Velum abgeliefert hat. Thomas, das hängt alles an dir. Ohne Witz, wir wollen dir jetzt keinen Druck machen, Thomas, ne? Aber das Bestehen und Scheitern der Mission hängt nur von dir ab. Falls wir die Mission nochmal machen müssen. Nur falls. Ich glaube ja nicht dran. Dann dass der Thomas in der Halle bleibt und wir dann erst diesen scheiß Container sprengen, also diesen Tank. Ich bin dafür, dass wir den überhaupt nicht sprengen. Ja, ich dachte, ich hätte den schon gesprengt, aber es war scheinbar einer weiter. Mein Motor ist aus. Ich habe ihn wieder starten können. Ich bin im Lander. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 50 Meter, 40 Meter. Rolle, Motor ist aus. Nee, noch, geht noch. Das ist ja egal, wenn der Motor jetzt aus ist. Du musst ja nur noch ich rolle, landen, ich oder? Rolle, ich muss nur noch dahin rollen. Motor ist aus. Ganz ehrlich, ich komme gleich. Der scheiß Motor war aus. Und ich bin noch reingerollt in den Punkt. Warten Sie, nein. Warten, bis er abgeliefert wurde. Du bist noch nicht da. Warten müssen. Das war der falsche Punkt. Noch bist du nicht da, Thomas. Hey, die sind noch zufrieden ja, mit mir. Ja! Trotz brennendem Flugzeug. Kurz zur Info, wir haben knapp 15 Minuten jetzt für die Vorbereitung gebraucht. Wollen wir auch die nächste noch mit reinnehmen? Ja klar. Passt schon. Ich bin mit meinen Klamotten irgendwie nicht einverstanden. Ich sehe irgendwie aus wie so ein Transe in Trumpfzeit oder so. Da wird noch so ein. Um meine Paarungsaufnahme zu signalisieren. Eigentlich muss ich mir den Thomas jetzt mal noch gleich angucken, weil das